Herzlich willkommen zu Teil 3. Wir sind jetzt auf der CMT. Nochmal? Ein drittes Mal? Nein, am selben Tag. Wir haben wirklich so viel, es gibt so viele coole Sachen hier. Wer noch nicht die anderen zwei Teile gesehen haben, gerne reinschauen. Teil 1 ist Halle 1 und 3. Da ist so alles Mögliche von Hümer über Pössl, Rollerteam. Was war noch? Die Wohnwegen. Frankie war auch noch? Ja, genau. Und Detlefs. Detlefs haben wir auch angeschaut. Und den Teil 2 war in Halle 2. Da waren wir bei Concord, Morello und Phoenix. B-Mobil war auch noch da. Wer da Interesse hat, gerne reinschauen. Jetzt sind wir in Halle 8. Hier sind wir jetzt eher in dem Vanlife Campus, würde ich jetzt sagen. Also gerade viele VW Crafters, Sprinter, VW Busse oder Multivans. Ich glaube, Stellplätze gibt es hier auch noch. Da gehen wir jetzt durch und schauen mal, wie weit wir kommen. Ob wir noch einen vierten Teil brauchen, aber ich glaube nicht. Nein. Muss ich alles schneiden. Oh Mann. Let's go! Let's go! Ist auch ziemlich geil gemacht. Beleuchtung finde ich auch nice. Hat dir gefällt mir. Aber es ist, glaube ich, Elektro, oder? Das ist nicht genau. Aber das hätte ich für meinen alten VW-Bus gebraucht. Da haben wir ja das Brett so drüber gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist eigentlich, ich glaube, das ist nur reingesteckt, aber das für einen Liter wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest müsste ich nicht auf dem Boden kochen. Aber ich hätte eigentlich lieber was für hinten, sowas ohne Markise. Aber auch wieder schwarz. Die ist jetzt auch schwarz wieder. Ja. Gefällt mir deutlich besser. Und auch putzfreundlicher. Hatten wir ja schon. Dein Akku ist schon wieder leer. Auch wieder ein VW-Bus. Man muss schon sagen, ist echt viel Platz, oder? Mega. Ich finde es cool gemacht. Mir gefällt sowas echt. Gut, den Radkasten unverkleidet finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber sonst muss man ehrlich sagen, gut ab. Das ist, denke ich, Klimaanlage. Klimaanlage, Standheizung. Ja. Genau, Klimaanlage haben wir hier. Aber echt schön verarbeitet. Das haben wir es gerade schon gehabt. Echt brutal viele VW-Busse da. Also, ja, mega. Und jeder hat irgendwie auf seine Art und Weise irgendwie eine Lösung. Ja, so ein Zelt ist auch brutal geräumig. Ja, also schön schnuckelig. Ja. Wenn es Wetter draußen ist, schön ist, ist das bestimmt toll. Ah. Gut, wenn es regnet, ist glaube ich nicht ganz so angenehm. Ich liege in meinem Morello. Aber an sich finde ich das. Gut, die Amy hat sich das ja auch mal gewünscht, dass wir das auch mal machen. Das ist deine Aufgabe. Ich finde da raus. Krieg mal hin. Aber sind das zwei Schlafplätze oder ist das. Ja, oder als zweites Schlafzimmer. Aber ist schön. Die hier nicht, aber wir haben welche. Also, kann man mal machen. Ein Anhängerzelt oder wie man das nennt. Sieht man ganz offen bei Holländern. Die Holländer haben wir in Italien dieses Jahr zu Genüge gehabt. Aber das ist auch ganz schön komfortabel. Ja. Doppelbett, kannst du zumachen, abtrennen. Und dann gleichzeitig auch als Tisch nutzen. Und du hast keine Feuchtigkeit von unten. Finde ich cool. Schön. Hat was. Das sind aber jetzt Vorzelte für einen Wohnwagen, oder? Ja. Opa Andy, Oma Lola. Opa Andy. Neues Vorzelt, sogar Doppellänge. Doppellänge. Aber wo wir uns gerade schon unterhalten haben, wo ich einfach. Ja, ich dachte, wir nehmen es auf die Kamera auf.
Was ist dein Eindruck, wenn wir durch Halle 8 laufen? Ich bin einfach überrollt mit Informationen von Multivans, diese verschiedenen Ausstattungen, Möglichkeiten, wo es da gibt. Also ich bin total überrollt. Ich bin überfordert. Ja, vor allem viele Hersteller, klar, wir sind in dem Thema nicht so wirklich drin, muss man auch sagen. Aber es gibt echt viele, viele Hersteller und ganz viele Lösungen. Aber man wird schon ein bisschen... Es zieht sich, ja, weil es dann auf Dauer natürlich jetzt der 800. Ausbau ist, auf seine Art und Weise. Klar, man findet immer wieder was Neues, aber es ist halt, ja, ist was anderes. Auch die Zelte, aber war jetzt interessant auch mal zu sehen. Also, fand ich ganz cool. Ja, ich habe zu meinem Mann gesagt, back to the roots. Früher mit meinen Eltern immer Zelt, war schon cool. Gut, Zelt habe ich jetzt nicht so mitgemacht. Ja, aber ich? Nur Indianerzelt, mal im Garten. Aber sonst habe ich jetzt Zelt nicht wirklich mitgemacht. Ah ja, schade. Ich habe dann lieber doch im Auto geschlafen. Bist du doch nicht so ganz der Camper? Nein, ich habe mit dem Auto angefangen. Ah ja, so, du warst ein bisschen... Ich habe schon... viel gestiegen, aber ich habe mit dem Zelt angefangen. Ja. Aber schauen wir mal weiter, was es noch alles gibt. Also ich bin echt gespannt. Es kommen noch ein paar Hallen. Ja. Domet. Reden wird es langsam schwer. Dometic kommt auch noch. Möchte ich auf jeden Fall auch noch hin, wegen der Klimaanlage. Schauen wir weiter. Ja, weiter. Da im Weinsberg stand, jetzt sind wir in Halle 10. Wir kommen voran. Auch ein cooles Teil mit dem ausfahrbaren Dach. Da kommst du halt einfach auch in der Stadt rum. Oder durch, besser durch, weil du nicht so eine Höhe hast. Ziemlich niedrig. Parkhaus rechts aber nicht. Nee, das war ja schon so mit dem VW schwierig. Aber finde ich nicht schlecht. Was man auch sagen muss, ob das natürlich zu den Zeltdächern, wie lang das geht, wie lang die dicht sind, da habe ich so ein bisschen Angst. Das würde mich so ein bisschen nicht abschrecken, sondern, ja, weiß nicht. Wenn es viel regnet oder auch im Winter, klar, ich glaube schon, dass die Heizungen das hinkriegen, aber ja. Also wer da so ein Dach hat, gern mal in die Kommentare schreiben. Wäre ja was für ein Kevin, dann hat er mal noch so ein bisschen Gefühl, wie das so im Zelt ist. Heizt es jetzt immer auf dem Zelt rum? Aber wir schauen mal, glaube ich, bei Knaus rein. Vielleicht finden wir auch den Nachfolger von unserem, da wir ja auch schon mal einen Knaus dann I hatten, richtig. Schauen wir mal. Auch ein riesen Stand, aber halt in Halle 10 relativ weit weg vom Eingang. Da merkt man auch, da kommen nicht ganz so viele Leute hin, da ist ein bisschen weniger los. Vielleicht, klar, am Wochenende wird da auch die Hölle los sein, aber da kann man dann mal schauen. Aber die haben echt viele Autos da. Ich glaube, da schauen wir mal. Rein ins Getümmel. Da, wir haben ihn gefunden. Und das ist der Grund, warum ich mich in das Wohnmobil damals verliebt hatte. Dieses Heck. Das Heck, das sah so geil aus. Und dann hatten wir da 416 drauf in weiß geklebt. Der ist wirklich den? Das sieht so ganz anders aus, finde ich. Der hat sich komplett verändert. Also hier hat es sich verändert. Ah, ist jetzt auch Zeit verbunden, das ist vor 6 Jahren. Wir hatten auch den Fiat. Aber ich finde ihn immer noch schön, wobei das hier gefällt mir jetzt nicht mehr ganz so. Das war bei unserem, fand ich jetzt schöner. Ja. Das neue Fiat-Lenkrad gefällt mir persönlich richtig gut. Den Fernseher hat man so auch. Die Kopfstützen muss ich auf jeden Fall rausnehmen. Weil sonst kann ich keinen Fernseher gucken. Also wir haben den nach dem Kauf nie mehr drin gehabt. Ja. Er ist vom Grundschnitt noch so, wie unsere war. Auch das fand ich jetzt nicht so schön, die Riesenrundung. Das war immer so ein bisschen... Oder? Auch noch nach 17 Jahren. Ja.
Ab und zu kommt unsere Tochter noch zum Kuscheln dazu, aber ja, ab und zu ist irgendwann doch, ist es auch vorbei. Ja. Und das war schon ein Nachteil. Also da genießen wir dann unser Bett zusammen. Aber ich finde ihn trotzdem immer noch schön. Man muss aber gestehen, nach das Jahr nach unserem haben wir auch, weil den gibt es auch als Doppelachse. Wir haben den einfachen gehabt. Da hatten sie schon ein paar Qualitätsprobleme. Dazu Türen und sowas, aber das scheint jetzt in dem hier deutlich schöner zu sein. Also unsere hat es nicht gehabt, aber die danach waren nicht ganz so. Wow, das ist auch eine coole Lösung. Guck mal. Guck mal. Also ich, klar, es, da wird, glaube ich, schon aufs Gewicht ein bisschen geachtet. Also es ist relativ leichtbar gemacht. Aber es ist schön. Schön, ja. Sehr schön. Das ist... Wobei die zwei Dachluken habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum man da... Ja, okay, stimmt. Aber so wie er jetzt da steht, macht es ja keinen Sinn. Also Klima brauchen wir auf jeden Fall. Aber hier haben sie neue Schränke. Die Form ist, war bei uns noch nicht so. Ah, dass der Fernseher rausfahren kann. Müssen sie da das hochmachen. Aber ja, schön. Das Bad wollte ich noch anschauen. Ja, also designtechnisch muss man schon sagen, ich glaube auch, die, also das war das Wohnmobil mit dem Schiffsboden oder mit dem Schiffsboden nach. Ja, ist immer noch der gleiche. Wir haben nie Teppiche bei uns drin gehabt, weil mir das einfach so besser gefällt, den Boden zu sehen, und haben dann unsere personalisierten Teppiche drin. Aber immer noch ein sehr schönes Wohnmobil. Wir müssen mal gucken, was der kostet. Also das interessiert mich. 176. 176? Ja. Okay. Dachte ich auch. Ja. Alles wird teurer, aber ja. Also so teuer war unsere nicht. Da hätten wir fast zwei dafür gekriegt. Aber trotzdem schön. Hier ist die Beleuchtung. Das haben sie damals schon gut gemacht. Also vor ja, 6 Jahren. Das ist noch meine Nummer besser. Ne? Muss schon sagen. Er muss halt finden. Ah, jetzt. Indirekte Beleuchtung. Oh, da nochmal auch. Aber das hatten wir auch. Klar, du siehst hier und da ein paar. Ist halt schön, schön. Handwerk, aber schön gemacht. Weiter geht's. Let's go. Das ist halt die Rundung, was uns gestört hat damals. Da hast du halt motorradtechnisch, hast gerade so zwei Motorräder reingebracht. Das war nicht ganz so. Die Fächer fand ich cool. Da hast du ordentlich was reingekriegt. Da hatte ich hier die Helme hängen und hier halt die normalen Werkzeuge und so. Unten. Ja, das hat unsere damals nicht gehabt. Unsere hatte das Leder. Also komplett braunes Leder, wie auf dem Bild. Aber hier ist der Doppelachse davon. Da haben wir auch mal kurz damit gespielt. Und so einen zu kaufen statt den Detlef XXLA. Aber ja, damals war das einfach mit der Qualität, der, wenn du in ein neues Auto reingegangen bist, also neues beim Händler stehend reingegangen bist und es dann einfach ja da schon eine Tür geklemmt hat und nicht ganz so hochwertig war, und deswegen haben wir gesagt, nee, das macht dann keinen Sinn. Aber wenn man so reingeht, also es ist deutlich besser, aber klar, 176.000 für den normalen, ich glaube, der hat dann 4,2 oder 4,5 Tonnen, finde ich schon heftig. Muss mal gucken, was der kostet. Ja, also das muss ich sagen, das hätte man auch ein bisschen eleganter lösen können. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber diesmal da eine Drittstufe an der Tür dran. Ich als Carbon-Fan muss natürlich sagen, das Optik-Carbon ist nicht ganz so. Hoppala. Ich komme gleich. Also der Doppelachse Knause hätte 200.000, also 199 gekostet. Ja, da ist der Sprung zum XXLA nicht mehr ganz so weit. Es ist alles viel Geld, aber dann hast du halt ein Iveco-Fahrgestell. Ja. Aber ich glaube, der XXLA, in dem wo wir waren, der war bei 250. Ja. Ja. Aber der war auch gut ausgestattet, bis auf Hubstützen. So, Halle 10 abgehakt. Jetzt geht es weiter in 7. Schauen wir mal, was da Cooles gibt. Aber Nissmann habe ich immer noch nicht gesehen. Ich auch.
Jetzt wird es ein bisschen lauter hier, da ist ganz schön viel los. Wir sind in Halle 7. Auch Zubehör. Zubehör. Auch hier kommt noch ein Video über das Regalsystem. Da habe ich mir auch die Metallschienen gekauft. Und da kommt auch noch ein Video, weil da müssen wir noch ein paar Meter verbauen in unseren. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Aber es ist halt echt die Hölle los und ich möchte nicht zu viele Leute filmen. Deswegen, wir gucken mal, was wir filmen können. So, wir haben endlich das Thema, glaube ich, auch gelöst mit unserem Problem mit unserem WLAN. Wir haben noch keine WLAN-Antenne. Ich möchte noch eine einbauen. Selber natürlich. Da haben wir jetzt uns, war echt ein netter Herr, der uns bei SelfSat geholfen hat. Wieder keine Werbung, einfach nur ja, nette Leute und das muss man erwähnen. Ich denke, bei denen werden wir das bestellen und dann seid ihr auf jeden Fall dabei, wie ich das in unser Morelo-Dach bohre. Oh. Hoffentlich auch dicht ist. Schauen wir mal weiter, aber es ist echt brutal viel los. Schatz. Ich halte auch mein Versprechen ein. Ja, hoffentlich. Wir haben den Morelo auch nur gekauft, weil ich gesagt habe, ich kümmere mich um das Holzthema. Da haben wir auch einen sehr netten Mann kennengelernt. M&S, Industriepolsterei GmbH. Ohne Werbung zu machen. Ohne Werbung wieder. Aber super Beratung und hat genau verstanden, was ich haben möchte. Deswegen, da werden wir vielleicht auch noch vorbeischauen dieses Jahr. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Aber es ist einfach, ja, ist cool. So, jetzt haben wir noch für unsere Tochter was mitgenommen. Ja, versprochen ist versprochen. Ja, das habe ich ihr versprochen, dass wir ihr was mitbringen. Und die Firma Mavi haben wir schon öfters Social Media gesehen und haben dann gesagt, müssen wir mal gucken, wenn wir sie in live treffen, sind jetzt haben wir was Cooles mitgenommen. Und schauen, wie es funktioniert. Und ob die Amy sich freut. Ja, klar. So, Halle 7 haben wir auch fertig. Puh, meine Beine, meine Füße. ja, da haben wir nicht so viel gefilmt, weil einfach so viele Leute da waren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Zeit mitbringen und sich das Ganze anschauen. Es sind so viele Hersteller da und ich glaube, für jede Wünsche und Umbau Möglichkeiten kriegt man da alles geboten. Für uns steht jetzt noch die letzte Halle bevor. Ich vermisse immer noch, muss ich ehrlich gestehen, Nisman. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn auch übersehen, aber wir haben jetzt Halle 5 noch. Da werden wir auf jeden Fall bei Cartago vorbeischauen. Die finde ich auch ziemlich schön, muss ich gestehen. Also Jeremy hat einen. Jeremy Sever hat einen. Und, ohne Werbung zu machen. Jeremy Sever, ein Motocrosser, hat auch einen Cartago. Den finde ich auch schön. Hobbyhammer, wobei Hobby ist ein Wohnwagen, das ist jetzt für uns nicht ganz so. Wobei, nee, da stehen auch Wohnmobile. Hobby? Doch. Also ich sehe. Ja, gucken wir uns vielleicht auch noch an. Und dann schauen wir, ob da hinten vielleicht noch irgendwo ein Nisman ist. Let's go, gucken wir mal. Oh, das Dach von dem Cartago ist aber auch ganz schön dreckig. Das steht schon eine Weile. Oh, wow. Da haben wir ein Chick E-Line XL mit Mercedes drin. Finde ich auch echt schön. Vor allem die Front ist ein bisschen schöner geworden. Guck mal, das ist mein Keller. Cool. So was Ähnliches hatte ich beim Detlef XXLA. Keller. Aber wenn dir da was runterrutscht, ja, aber schau mal. Da geht bestimmt einiges verloren. Da finde ich die Lösung schon besser. Oder? Hat auch eine ziemlich große Heckgarage, 450 Kilo Last. Kann man reintun? Ja. Mal gucken, ob wir hier reinschauen können, weil ich würde den schon gern von innen sehen. Ja, der hat kein Hubbett jetzt, aber das mit dem Backofen unten drin finde ich ganz cool. 40 Zoll Fernseher, muss ich sagen. 40 Zoll? Ist groß.
Aber so ist ja echt schön. Aber was kostet das Schutz? Muss man gleich nochmal schauen. Aber das Leder gefällt mir, schön verarbeitet. Also die Verarbeitungsqualität ist schon immens. Lass uns mal nach hinten schauen. Küche ist auch echt cool gemacht. Mit der Kaffeemaschinenlösung. Ich glaube, die kann man reinfahren. Wow, die Dusche, guck mal. Mhm. Ob das dann so trocken bleibt, weiß nicht so. Oder meine ich das nur? Ja, aber auch wieder so kurz. Aber ich finde den auch schön. Ja, doch, ist cool. Ja, der liegt bei 190. Aber die Qualität finde ich gut, ja. Wie die verarbeitet sind. Jetzt gucken wir mal. Mara hat Hunger. Sehr gut. Also der Lack ist cool. Sieht man die Dellen nicht so, aber ich glaube zum Putzen auch nicht so schön. Aber das Innere von dem hier finde ich cool gemacht. Mit dem Aufklappbox da oben drauf. Das wäre was für die Ebene. Ja. Aber jetzt hier ist schon wieder mehr Vans. Wir sind jetzt mal in einem Hobby drin. Der kostet knappe 80.000. So teilintegriert hatten wir früher auch, unser Detlefs, Globe 4. Wobei da ist das Bett echt super gelöst. Also bei unserem Detlefs war es deutlich niedriger. Ansonsten finde ich den echt schön. Also klar, jetzt für uns kommt das nicht in Frage mit dem, mit der Heckgarage, weil da ist eine sehr kleine Heckgarage. Aber da hätten wir wenigstens ein Bett zum Kuscheln. Aber wenn dann Amy auch noch dabei, dann fällt irgendeiner von uns beiden raus. Aber eine schöne, kompakte Lösung. Und trotzdem ist das Raumgefühl schön groß. Ja. Also muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich nicht gedacht. Bin angenehm überrascht. Also sehr wertig. Kühlschrank. Seiten zum Öffnen. Und schön groß. Gefrierfach ist jetzt nicht ganz so groß. Aber finde ich eine coole Lösung. Vor allem, du kannst hier hinten kochen. Und kannst dann vorne ganz normal, ohne dass du dem, der kocht, im Weg rumstehst. Meistens bin ich das ja nicht, aber. Aber auch das ist schick. Ist das zum Hochziehen? Oh ja. Wow. Sehr wertig. Doch, finde ich cool. Schön gemacht. Kleiderschrank. Großer Kleiderschrank. Ah, da ist die Treppe fürs Bett. Nee? Cool. Jetzt schauen wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Schatz, was hast du noch? Meine Füße. Also da haben wir von Adrian noch einen Wohnwagen. Den finde ich ziemlich cool. Das Heck finde ich schön. Und dann auch mit zwei Eingängen. Mit schönem Bett. Und je nachdem, wo du den Wohnwagen parkst, hast du eine schöne Aussicht. Also ganz, ganz cool gemacht. Ja, doch. Hat was. So, jetzt sind wir durch. Geschafft. War echt spannend. Also wer noch nicht auf der CMT war, unbedingt hingehen. Ich fand es mega cool. Ganz, ganz viele Eindrücke. Klar, das Vanlife-Thema ist natürlich ganz groß. Was war dein Highlight? Mein Highlight? Ich war sehr überrascht von diesem Morello 9, wie hieß der? Palace. Den 88 GQ. GQ? Nein, halt, stimmt nicht. Mit der Sitzgruppe hinten. Mit der Sitzgruppe, ich weiß den Namen auch nicht mehr. Palace. Ja. Ja, egal. Bei Karthago heißt es Fortu, aber ich glaube nicht, dass der so heißt. Nein, der hat mir echt Preis-Leistung, muss ich sagen, tipptopp. Natürlich ist das Messepreis, aber der hat mich schon überrascht. Haben es denn nicht schlecht gemacht. Natürlich für uns jetzt nicht gerade optimal, aber ich finde so für zwei Leute finde ich den tipptopp eigentlich.
Ja. Und natürlich, wenn du kein Auto brauchst oder diese große Heckgarage nicht brauchst, dann ist das doch tipptopp. Ja, oder halt dann mit Anhänger. Ja. Haben wir ja auch schon öfters gesehen. Genau. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht umgefahren werden. mein Highlight war definitiv, auch wenn das blöd klingt, aber mein Highlight war der Lifter ins Wohnmobil. Der geht übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, im zweiten Video war das von uns, ja. Der geht übrigens mit allen Wohnmobil, also nicht nur Morelo, das war jetzt halt ein Beispiel, beziehungsweise ein Kundenfahrzeug so. Das hat mich echt begeistert. Dann fand ich die Klappsysteme für ein Vito oder VW-Bus cool. Also mit den Grill oder nee, Koch und Wasser. Das fand ich cool. Erschreckend war ich ein bisschen oder enttäuscht, so rum. Enttäuscht. Deine Enttäuschung? Meine Enttäuschung ist von dem Knaus. Sein dieser Preis hat mich total. Ja, der war schon. Ja, aber. Ja, also das für die. Preis-Leistung. Ja, Preis-Leistung. Man muss immer in Relation setzen. Natürlich sagen dann manche, ja, ihr fahrt einen Morello und dann sagt ihr beim Neufahrzeug, was weniger kostet wie unser Gebrauchter, der Preis ist hoch. Ja, das stimmt. Aber man muss immer sehen, was man dafür bekommt. Natürlich liegt es auch im Auge des Betrachters. Ja. Muss man ganz klar sagen. Aber für den Knaus San I kann man ja sagen, damals, wo wir unseren gekauft haben, war der Neupreis Liste 125, glaube ich. Wir hatten ein Vorführfahrzeug, das deutlich günstiger war. Aber trotzdem, also da 80.000 Euro mehr war, finde ich viel, ja. Finde ich viel. Aber ich hoffe, euch haben die Videoreihe gefallen. Bleibt dran, es kommen, wenn unser Wohnmobil endlich da ist wieder aus der Werkstatt, kommen coole Videos. Und wir werden dann auch relativ zügig, ich denke mal, zu Ostern auch wegfahren das erste Mal. Ja, ganz dringend. Ja, mal schauen, wohin. Auf den Zug sind wir schon. Ja, ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Vor allem nach der Messe. Ja, macht's gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche oder wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und das nächste Mal ist die Amy auch wieder dabei. Die freut sich auch schon. Macht's gut, bis dann. Ciao.